So, da wären wir wieder. Genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben und ich in die Freiheit entflohen bin. Ja, jetzt sind wir wieder gefangen. Gefangen in deinem Turm. Na gut, hier war der Weg zu den Feuerviechern, also der Feuerdame und ihren Gehilfen. Ja, wir schlafen ja gleich. Oh, da fällt mir ein gutes Lied ein. Herrin des Feuers, könnt ihr ja mal googeln. Aber alle meckern schon, dass sie schlafen wollen, also rasten wir. Obwohl Oh. ihr von allen verfolgt werdet, habt ihr in dieser Nacht etwas Ruhe gefunden. Doch selbst im Traum werdet ihr von jemandem gejagt. Heute Nacht seid ihr das Monster, für das euch jeder hält. Der Kobold, der wie eine Ratte verachtet wird. Der Oger, der unschuldige Kinder um ihren Schlaf bringt. Der aufgebrachte Mob ist mit seinen Fackeln hinter euch her und zählt euch zu den wilden Tieren, die ihr einst selbst gejagt habt. Zumindest will euch jemand das glauben machen. Und wieder hört ihr die Stimme. Eine Stimme, die ihre Herkunft jetzt nicht mehr verbirgt. Sie spricht vom Schicksal und von der Natur. Und vom Bösen, das einem im Blut liegt. Sie sagt, dass ihr euch niemals vom Mob befreien könnt, dass er euch wegen eurer Herkunft verfolgt. Mord und Tod fließt durch eure Adern. Und wenn ihr diese Tatsache akzeptiert, wird euch angeblich große Macht zuteil. Ihr könnt die Essenz Baals in euch nicht einfach ignorieren. Doch die Stimme irrt sich. Ihr habt schon längst akzeptiert, welches Blut in euren Adern fließt. Ihr habt es akzeptiert und seid euren Weg weitergegangen. Von wem auch immer das Blut in euren Adern stammen mag, es ist dennoch euer Blut, eures allein. Wenn ihr dadurch Macht erlangen könnt, dann werdet ihr sie so einsetzen, wie ihr es für richtig haltet. Und nicht je nach Lust und Laune eines längst verblassten Schattens. Gelassen wendet ihr euch ab und geht. Dabei setzt ihr die mächtigste Waffe ein, die ihr besitzt. Gleichgültigkeit. Die Toten können euch nichts anhaben. Wenn sie die Macht dazu hätten, hätten sie schon oft die Gelegenheit gehabt, euch Schaden zuzufügen. Ihr müsst eure Aufmerksamkeit unmittelbareren Bedrohungen zuwenden. Während ihr weggeht, wird die Stimme schrill und durchdringend. Doch mit der Zeit immer leiser, bis sie schließlich verklingt. Eine Warnung entgeht euch jedoch nicht. Sie spricht von anderen, die zuhören werden, wo ihr eure Ohren verschlossen habt. Die das aufnehmen werden, was ihr abgelehnt habt. Und wieder anderen, die euch den Tod bringen werden. Diese Beschreibung trifft nur auf einen zu. Und ihr wisst mit Sicherheit, dass es sich nur um diesen Mann handeln kann. Er, der euren Untergang geplant und eure Gefährten getäuscht hat. Und der es verdient, dass ihr ihn seiner gerechten Strafe zuführt. Zarevok. Für alles, was geschehen ist, soll er euren Zorn zu spüren bekommen. Ihr erwacht mit der Gewissheit darüber, was zu tun ist. Und wer der Vollstrecker sein wird. Ihr selbst. Ja, noch eine Cutscene. Das werden ja richtig viele jetzt gegen Ende. Ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Zum einen war da bestimmt ein Knick drin. Und je nachdem, welche Gesinnung man gerade hat, kommt ein anderer Text. Dass man nämlich auf das Blut hört oder es ignorieren kann. Und da wir ja ein rechtschaffen guter Mensch sind, haben wir halt Kontrolle darüber. Wären wir jetzt ein chaotisch böser, wäre da bestimmt ein anderer Text gekommen. Eine andere Sache, die ich lustig fand, war, unsere mächtigste Waffe ist die Apathie. Also uns ist alles gleichgültig. Unser Charakter hat jetzt schon so viele seelische Knacks hinter sich, dass ihm jetzt einfach alles schnurzegal ist und er nur noch Sarawak umbringen will. Aber gut. Oh, und ein Angriff. Vampirgriff schon wieder. Wie gesagt, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es ein böser Zauber ist, aber den probieren wir noch einfach mal aus. Dauert viel zu lange. Oh, 17 Schaden. Das ist doch okay. KI mal wieder an. So. Naja, wir schlafen ja schon weiter. Ihr könnt jetzt nicht ruhen. Sind doch alle tot? Anscheinend nicht. Versteckte sich noch jemand? Kuckuck. Wir würden gerne schlafen. Was soll das denn jetzt? Ha.
Na gut, dann gehen wir halt unausgeruht in den nächsten epischen Kampf, der uns alle umbringen wird. Was haben wir hier? Schlick wird von Schlägen und Zaubern nur durchtrennt, verdampft aber in reinigenden Feuer. Okay, also Schleimgegner sollen wir mit Feuer bekämpfen. Mhm. Die Verwandlung, oh, die hatte ich vergessen gehabt, ist eine Dame, kann dem Spiel eine Wendung geben. Und zwar zum Schlechten, wenn ihr der andere Spieler seid. Ah ne, das war die Geschichte mit den Bauern, also das Schachspiel. Aber das Schachspiel kommt erst, wenn wir die hier alle besiegt haben. Ihr habt alle nichts zu sagen. Was mit dir? Feuer, Eis, Schleim und Wind. Feuer haben wir besiegt. Kommt noch Eis, das besiegen wir wahrscheinlich auch mit Feuer. Schleim auch mit Feuer. Und Wind. Was ist gegen Wind gut? Alle müssen vergehen, um weiter zu bestehen. Die Flammenwerferin muss getötet werden, bevor sie ihren Bogen einsetzen kann. Ja, die ist jetzt ja schon tot. So viele Orte, an denen ich jetzt in vier Tunneln liegen vier Feinde. Bringt sie alle um und das Spiel beginnt. Ja, es ist kein Tipp da, wie man den Wind besiegen soll. Na gut, gehen wir einfach mal hier weiter. Oh, stopp. Wir sind in Dolags Turm. Da muss immerhin vorgehen. Immer. Und schön nach Fallen gucken. So, also, hinter der Tür war Feuer. Dann wird hinter der Tür was anderes sein. Was ist in der Richtung? Keine Tür, sondern Gang. Goralm würde das nicht gutheißen. Es ist eine Schande. Ja, ich habe vergessen zu spenden. Stimmt. Aber na gut, das muss warten, bis wir hier durch sind. Denn ich werde jetzt nicht wieder aus diesem Turm rausgehen, bis wir die Aufgaben erfüllt haben. Das wären zum einen den Dolch besorgen, nach dem Sohn von einer Frau zu gucken. Und was sonst noch so anfällt. So, hier ist nix. Dann speichere ich mal schnell ab, weil ich habe... Ah, wir können auch nicht speichern. Das ist jetzt richtig ärgerlich. Weil ich habe, seitdem ich pausiert habe vorhin, nicht gespeichert. Das heißt, den ganzen Weg müsste ich jetzt nochmal gehen. Nur weil hier irgendwas buggy ist und ich nicht abspeichern kann. Aber hoffentlich wird automatisch gespeichert, wenn ich hier in die nächste Zone gehe. Aber vorher brauchen wir noch Buffs. Wir brauchen Spiegelbilder für dich. Wir brauchen Furchtbann von dir. Und wir brauchen... Ah, Eile habe ich schon verwendet. Dann nehmen wir mal die Eile-Schriftrolle dahin. So, und Eile auf dich. Und du machst nochmal einen Schutz vor Bösen auf dich. Und rein da. Was bist du? Wahrscheinlich Schleim oder Eis, also kann sie die Feuerpfeile oder eher die Feuerpfeile benutzen. Weivern. Ihr werdet wohl Wind sein, hm? Und ein unsichtbarer Pirsch oder Luftgestalt. Feuerball? Weil ich sehe nichts. Einfach dahin. Luftgestalt hat Schaden bekommen. Gut, Georgon aber auch. Düner hier hat gerade gezaubert, das heißt, es dauert eine Weile, bis sie was machen kann. Dann mach du mal Gift verlangsamen auf Georgon. Du trinkst einen Trank. Du trinkst deinen Feuerriesenstank. Du benutzt deinen Schutztrank. Und Imoen tackert die Weibern. So. Jetzt machst du... Wo sind die unsichtbaren Viecher? Oh, apropos unsichtbar. Du machst mal Unsichtbares entdecken. Und du machst magische Geschosse auf die, damit sie schnell stirbt. Du legst dir selbst die Hand an. Und da sind die unsichtbaren Pirscher. Drei Stück schon. Du gehst mal weg. Und machst Flammenstrahl auf den. Du machst magische Geschosse auf den. Soweit sieht das doch ganz gut aus. Sogar richtig gut aus. Du trinkst noch einen Trank. Ihr solltet alle auf einen gehen. Aber bisher schien noch kein Boss bei gewesen zu sein. Bei den Feuern gab es ja auch eine Anführerin. Ich denke nicht, dass die Weibern der Anführer war. Dazu war sie viel zu klein. Und auch nicht so stark. Oh, wir können den Vampirgriff ausprobieren, ob der jetzt auch Lebenspunkte uns gibt. Nö. Erlittener Schaden?
17, 28, 32. Was zur Hölle war das denn? Also Minz kritischer Treffer, das ist einer von denen. Kale kritischer Treffer ist der andere. Ha, na gut, das hinterfrage ich jetzt mal nicht. Du heilst dich einfach weiter und du heilst ihn auch. Wir haben noch genug Feuerpfeile. Ja, schön. Heiltrank, 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 Heiltrank. Und stirbt unsichtbarer Fischer. Den trotzdem alle treffen können irgendwie. Ah, aber gut. Obwohl, nicht besonders gut treffen können, wie es den Anschein hat. Ich meine, alle hauen und nur einer trifft mal alle paar Schläge. 3000 Erfahrungspunkte. Da war Feuer doch wesentlich schwieriger. Aber gucken wir mal, vielleicht haben wir nur aus Versehen einen Teil des Raums gepult. Nö. Na gut. Dann hatten wir wohl einfach Pech bei dem ersten Raum und haben uns den schwierigsten ausgesucht. Wir können immer noch nicht speichern. Das ist lästig. Und da stand auch nur Bereich wird geladen und nichts wird gespeichert. Ah, jetzt endlich. Schön, schön. Dann können wir auch endlich schlafen. Ja, so soll es sein. Wir konnten schlafen, wir wurden nicht gestört und immer muss vor. Also, dann haben wir noch Eis und Schleim. Wenn das jetzt Wind war, wovon ich einfach mal ausgehe, weil die halt unsichtbar waren und alles. Und Luftelementare. Und Wind und Schleim sind beide anfällig für, Quatsch. Schleim und Eis sind beide anfällig für Feuer. Das heißt, Jahira kann auch gleich immer ihre Flammenklinge zaubern. So, alle davor. Du machst Flammenklinge, du machst Spiegelbilder, du machst Schutz vor Bösem auf dich. Du machst Furchtbannen auf dich. Komm ein bisschen näher ran da. Du machst sonst noch Haste. War das Haste? Ja, Hast auf die Gruppe. Und das müsste es gewesen sein. Rein da, irr, das wird Schleim sein. Was haben wir hier? Keine Gegner? Doch, Schleim. Ja, macht Sinn. Hm? Und 3000 Erfahrungspunkte und das war's? Ah ne, hier geht's weiter. Ich wollte schon sagen, das wäre ganz schön lächerlich gewesen. Und ich habe mir richtig Panik gemacht, dass ich jetzt hier noch 10.000 Mal sterben werde. Wie lächerlich. Das war ein Schleim. Okay, jetzt noch Eis und dann schauen wir weiter. Ich werde schon wieder leichtsinnig. Merkt ihr das? Ich habe jetzt wieder die ganze Gruppe vorgeschickt, ohne dass ich nach Fallen geguckt habe. Nur weil jetzt ein, zwei Räume gut gelaufen sind. So, schnell rein, bevor Hast ausläuft. Ja, das ist Eis und das sind viele Tiere. Was macht man mit vielen Tieren? Nein, natürlich nicht. Aber was bietet sich da an? Genau, ein Feuerball. Die Krieger halten mal die Füße still, dass sie da nicht reinlaufen. Weil mit Hast geht das ziemlich schnell. So, und gleich den Stab hinterher. Dahin. Krieger machen wieder KI aus und laufen einfach mal dahin. Du halt auch ein bisschen Abstand. Ein ganz schön zäher Bär. Oh, es ist ein Bär mit einem Namen. Kaldran der Bär. Allesamt auf den kleinen Wolf da. Du machst nochmal einen Feuerball dahin. So, die Wölfe laufen schon mal panisch davon. Oh, der ist festgehalten. Große Heilung auf Khalid. Der Rest geht auf den Bären. Warum kriegt er so viel Schaden? Da ist ja keiner dran gewesen. Das ist komisch. Noch eine Heilung auf ihn, nur für den Fall. Du heil dich mal selbst. Oh, der Bär haut gut rein. Dann mach du mal einen Flammenstrahl auf den und du magische Geschosse auf den. Oh.
Super, wir konnten uns nicht vorbereiten. Ärgerlich, ärgerlich. Aber gut, wir hören eine überirdische Stimme. Willkommen zum Schlachtfeld. Nein, Schachspiel. Ihr habt gerade den letzten der vier wesentlichen Wächter getötet. Und dies ist nun eure nächste Station. Ich hoffe, der Aufenthalt in meinem Turm hat sich in eurem Turm? Oh, Durlak. Hat sich bisher als angenehm gestaltet. Aber falls ihr euch langweilen solltet, gibt es immer noch dieses Spiel.